Moin, moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Heute spielen wir ein bisschen im Schutzwald mit der guten Anna, falls in den nächsten Tagen mal ein bisschen mehr Anna kommt. Jetzt gerade hatte ich ja eigentlich auch erst vor ein paar Tagen eine Folge, da vorne links ist jemand gegangen. Dann liegt das daran, Leute, dass ich die gute Anna, wie gesagt, gerne leer machen würde. Ah, okay, schade, der ist losgerannt. Dass ich die gute Anna gerne leer machen würde, denn ich habe hier zwei Dailies auch noch mit ihrem Start. Die Dailies müssen also weg. Ich muss die ganzen Add-ons, die ich noch so mit ihr habe, wegbekommen. Und deswegen ist das vielleicht mal sinnvoll, ein bisschen öfter Anna zu zocken. Sonst stehe ich hier nämlich irgendwann mit weiß ich nicht wie vielen Blutpunkten und weiß nicht mehr wohin damit. So, da vorne rennt die Olle. Ah, okay. Sie wird es nochmal schaffen, denke ich. Ah, schade. Ich habe übrigens ein Addon drauf, dass ich die Leute nur one-hitten brauche. So, wir rennen mal direkt hinterher. Da vorne hat irgendjemand einen Generator verkackt. Ich renne mal hinterher. Die Leute sind von den Spielstunden her in Ordnung, sag ich mal. Ein bisschen was haben sie. Nicht sonderlich viel, ich glaube 600 bis 700 Stunden oder so. Und er kommt mal an den Haken. Also, was sie natürlich noch nicht wissen aktuell, ist, dass ich den One-Shot dabei habe. Und, wie ihr seht, ich habe eigentlich schon zwei Äxte geworfen. Trotzdem, trotzdem habe ich noch ein paar. Davon ist einer. Ich werde mir mal eben kurz die Axt holen. So, und dann kann er von mir aus eine Axt fressen. Was sie nicht wissen, ist, dass ich den One-Shot aktuell schon habe. Ah, ganz gut geworfen, Grants. Super Ding. Na komm. Von mir aus kannst du da hingehen. Ja, solange er jetzt hier rumrennt, werde ich nicht weggehen, ne? Komm, nimm! Ah! Anstatt sie ihn aufsammelt. Okay. Hat ihn jetzt leider nur in den Dingensstatus natürlich gebracht. Ah, ich muss extra einsammeln. Heh. Machen wir mal direkt. Ist ein bisschen spannender gewesen. Wenn ich zumindest eine Axt werfe, als da jetzt nur blöde rumzustehen und zu campen, dann weinen die nachher wieder. Ich kenne meine Survivor doch. Gerade die, die vielleicht ein bisschen was an Spielstunden haben. Das sind meistens die, die am lautesten schreien. Obwohl die eigentlich genau wissen müssten, dass, wenn sie rennen, man ihre Fußspuren sieht. So, Ruine ist weg. Ach, die gute Nia wieder. Ist nicht schlimm, wir haben beständig. Okay, wir jagen immer hinterher. Und ich denke, wir sollten sie gleich sogar erwischen. So. Da liegt sie wieder. Noch kein Generator wurde bisher fertig gemacht. Ich habe auch noch nicht gesehen. Oh, da hinten ist jemand. Habt ihr gerade gesehen? Da hinten war jemand. Kommt mal da vorne an den Haken. Und dann kann ich gleich ganz in Ruhe die Dinger wieder umkicken. Oder ich suche sie erstmal. Ich suche sie mal erstmal. Ist sie noch hier? Nee. Okay, schade. Generatoren kontrollieren. Die gute One-Shot-Anna, ey. Noch gar nichts geregelt. Ich muss eigentlich noch zwei Leute treffen, damit ich die Daily überhaupt fertig habe. Sonst hätte ich mir das ja jetzt auch sparen können. Überhaupt mit der guten Anna jetzt hier eine Runde zu starten. Okay, da hinten wurde abgehangen. Das bedeutet, wir gehen da mal wieder hin. Wir haben noch alle unsere Äxte am Start. Erster Generator wurde fertig gemacht, okay. Ist eigentlich in Ordnung. Meistens sind schon eher so zwei Generatoren fertig, bevor man mal überhaupt irgendjemanden an den Haken bekommt. Und der eine Typ hing sogar schon zweimal. Ich meine, bin mir nicht sicher, aber habe ich hier jemanden gesehen? Okay, ein Generator erst. Alles easy.
Hinten müssten auch Leute sein, da wo wir vorhin gegengetreten haben. Ich überlege gerade, wo man wohl. Da hinten, okay. Ich überlege gerade, wo man wohl am besten dicht machen könnte, um so ein paar Generatoren safe zu machen. Da vorne rennt jemand. Na, was geht? So, okay, liegt. Das war der erste Wurf. Das ist schon mal nice. Das bedeutet noch ein. Und ich habe die erste Daily fertig. Yay! Auf dem Weg zu 1 Million Blutpunkte. Okay, mal gucken, ob sie wieder irgendwo mega auffällig rumrennen. Oh, okay. Direkt den Skillcheck verkackt. Kann mir recht sein. Ah, okay. Treten wir nochmal gegen. So setzt sich halt nach und nach der Generator zurück, ne? Also, wir haben da ja kein Problem mit. Wenn, dann soll sie aus der Richtung rüber. Ja, danke. Passt mir persönlich ein bisschen besser. Das war zu schlecht gespielt, leider. Oh, nice. Der Haken wird direkt frei. Okay, kann der nächste ja wieder einen Haken. Und wir haben unsere beiden Äxte getroffen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Zweiter Generator ist fertig. Lassen sich ein bisschen Zeit mit den Generatoren. Soll uns aber recht sein. Wir haben alle Zeit der Welt. Nächste Person hängt direkt. Die Leute haben hier auch dran gearbeitet. Okay. Dann setzen wir den noch mal zurück. Ich überlege gerade, hier sind eigentlich drei Generatoren einigermaßen nah. Ob ich mir die vielleicht irgendwie safe machen soll. Aber erstmal schauen wir, wo die angerannt kommt. Da hinten? Nee, doch nicht. Okay, hier arbeitet jemand am Generator. Treten wir auch nochmal gegen. Der gute alte Schutzwald, ey. So, wo rennt ihr lang? Nach links oder nach rechts? Ich meine, nach rechts wäre halt eigentlich mir voll in die Arme. Da haben wir den nächsten wieder. Oh, das ist der Typ, der schon zweimal hing. Das heißt, wenn wir den jetzt erwischen, dann haben wir es. Ja, well played. Oh, nicht well played. Ja, läuft. Okay, da ist er schön ausgewichen, hat gut nach hinten geguckt, aber dann den Fehler gemacht, dass er einfach in die falsche Richtung gegangen ist, während er die Palette umgeworfen hat. Das war nicht gut, nicht clever. Okay, der erste ist down. Sehr schön. Okay, wenn wir noch einen down bekommen, haben wir unser Uprank schon sicher. So viel steht auf jeden Fall schon mal fest. Den da hinten schaue ich mir nochmal an. Ich denke, das sind die drei, die ich jetzt bewache. Erste ist down. Können uns eigentlich nicht beklagen, denke ich, über diese Runde. Zwei Leute hingen auch schon mal bereits. Ist in Ordnung. Aber ich finde es cool. Inzwischen ist es halt wirklich so, wie ich mir es schon fast. Vielleicht sind die drei sogar besser. Hier wird. Oh, da hinten. Okay, schade. Dann kriegt sie mal einen Schlag ab. Oh, den hatten wir noch gar nicht. Und hinter mir hat jemand gerade den Generator verkackt. So, sehr nice. Soll ich den mal in den Pornokeller bringen, oder was? Müsste man schaffen von hier aus. Warte, hier rennt jemand, ne? Sehe ich das richtig? Ja. Dann werfen wir den ab. Und jagen den nächsten. Ja. Mir gleich. Ich habe auch noch Thanatophobia am Stissel. Okay, schade. Ah, zu früh. Oh, sie hat einen Boost. Dann treten wir hier gegen. Könnte sie theoretisch sogar entkommen lassen. Für uns wäre es nicht. Wow, genau.
Zufällig hat sie jetzt genau geleckt, oder was? Kannst du deiner Mutti erzählen, ey. Das kannst du deiner Mutti erzählen, ehrlich. Da ist sie. Direkt vom Haken. Sehr schön. Ganze Runde nicht geleckt bisher und dann auf einmal. Ja, ich weiß nicht. Kam mir jetzt ein bisschen merkwürdig vor, sagen wir es mal so. Okay, die andere wurde natürlich aufgesammelt und auch schon hochgeheilt. Das war hier vorne irgendwo. Wir gehen ganz gechillt zu den Generatoren. Da hinten. Da hinten. Ist sie noch weiter gerannt? Ich glaube nicht, deswegen täuschen wir hier mal an. Ha! So, sehr gut. Die andere wurde befreit. Sie liegt am Boden. Kommt an den Haken. Hier hinten. Da, ganz hinten. Oh, da verlagern wir das Spiel hierher, wo auch die Generatoren sind, die wir verteidigen. Das spielt uns natürlich auf jeden Fall sehr gut in die Karten rein. Wir brauchen die One-Shot-Echse noch nicht mal durchgehend, ey. Haben jetzt den hier zum Beispiel, haben wir einfach umgeschlagen. Wofür habe ich überhaupt plus 2 mitgenommen? So, jetzt gucken wir uns den da nochmal an. Ah, hier wurde auch schon wieder dran gearbeitet. Da treten wir dann auch gegen. Ich meine, Ruin wurde einigermaßen schnell weggenommen. Da ist noch niemand. Da ist auch niemand. Die Arme. Hängt jetzt hier mitten in meinem Generatorenbereich. Das ist natürlich für sie jetzt ein bisschen doof. Ich denke, die ist tot. Mal schauen, ob irgendjemand mutig genug ist, hierher zu kommen. Und dann müssen wir die anderen beiden jagen. Und bei den beiden werden wir es natürlich so machen, dass wenn wir einen umklatschen, da rennen sie nach links. Okay. Ist sogar die Verletzte. Tut mir leid für dich, Süße. Tut mir leid für dich. Bedank dich bei deinem Team. Aber was hätten sie machen sollen? Das Team hat jetzt nochmal ein bisschen Punkte gesammelt. Sie wäre so oder so down. Also von daher war schon in Ordnung, dass die jetzt gerettet haben. Respekt überhaupt, dass sie da hingegangen sind, muss man ja sagen. Okay, so, hier ist eins. Die sind beide zurückgesetzt. Sehr gut. Ich habe immer noch alle meine Äxte. So, hier ist jemand gerannt. Hab jetzt leider nicht gesehen, wo die Spuren hingezeigt haben oder hingeführt haben. Da hinten chillt jemand. So, wir täuschen links an, gehen nach hier und schlagen sie. Eigentlich predictable moves, sollte man meinen, aber das funktioniert merkwürdigerweise immer. Oder was heißt immer, aber häufig. So, Sekunde. Wir wollen ja mal unsere Äxte ein bisschen benutzen. Wir haben sie am Anfang, glaube ich, genug dodgen lassen und so. So, sie bleibt liegen. Zumindest so lange, bis wir den anderen gesehen haben. Dann können wir sie gerne aufhängen. Hier ist sogar die Luke. Wow. Das könnte ja eine mega ätzende Runde werden. Also normalerweise, das wird. Oh Mann, ey. Die drei Generatoren, die hier hinten halt noch sind und die wir jetzt bewachen wollten, sind sogar bei der Luke. Das heißt, der Survivor hat es schwer. Entschuldigung, Stimme im Arsch. Das heißt, der Survivor hat es nachher schwer, falls er seinen Mate nicht mehr retten wird. Holen wir mal einfach die eine Axt wieder. Ja, mal gucken, ob er retten geht. Boah, die Runde könnte ätzend werden. Ich habe auch leider keinen Whisper oder so dabei. Das heißt, ich werde niemals mitbekommen, ob er hier bei der Luke campt oder nicht. Und wenn ich meine Generatoren beschütze, dann beschütze ich auch gleichzeitig die Luke. Das ist halt hart. Weil ansonsten ist es ja oft so, okay, der Killer. Ach, der wird noch zurückgesetzt. Ich bin mir sicher, waren eigentlich mal Funken, die da gesprüht haben. Ich weiß nicht, warum die nicht mehr. Ich habe immer noch auf den höchsten Grafikeinstellungen.
frage mich nicht, woran das liegt. So, der Typ wurde aufgesammelt. Dann gehen wir mal davon aus, dass der andere dort ist. Es kann natürlich auch immer noch sein, dass er das Teachable-Ding von Bill am Start hat. Aber wir gehen einfach mal vom Normalfall in Anführungsstrichen aus. Eigentlich gehe ich viel zu weit weg. Die müssen zu den Generatoren kommen. Und das wird echt mies. Das wird echt mies, die Runde. War da jemand? Ah, nee. Ah, manchmal höre ich das Feuer und denke, das war ein Mensch. Keine Ahnung warum. Frag mich was Leichteres. Also, sie werden wahrscheinlich erstmal den dort machen. Der ist so ein bisschen außerhalb meiner Zone. Obwohl der halt eigentlich noch weiter ab vom Schuss wäre, ne? Bin mir nicht sicher, was sie jetzt machen. Diese random Krähen immer, ey. So, Survivor. Wo geiert ihr rum? Also das Map-Layout spielt auf jeden Fall für mich. Wo ich halt am Ende auch nicht unbedingt gerne campen möchte an der Luke, aber was soll ich denn sonst machen? Da sind auch die Generatoren. Ich meine, ich könnte auch weggehen, aber das wird dann darauf hinauslaufen, dass der Survivor sich wahrscheinlich einfach irgendwo versteckt oder so. So, wir schauen hinten nochmal. Auch nichts. Leute, wir haben nur noch diese vier Generatoren. Bewegt eure süßen Ärsche hierher. Hier ist keiner. Ein Paradies für Whispers, ey. Kann schon verstehen, warum viele Killer Whisper mitnehmen. Da hätte ich immerhin jetzt auch nicht so die Probleme. Dann wüsste ich immer so, ah ja, okay, hier ist überhaupt niemand. Gut, dann gehe ich mal weg. Runde des Todes wird das hier. An der Spur gerade? Nee. Ist schon eine schwierige Runde für die Survivor. Aber hey, zu meiner Verteidigung muss ich ja sagen, die haben sich die Generatoren ausgesucht, die sie machen. Ich bin da ja komplett unschuldig. Ist auch keiner. Ich glaube, sie haben Angst. Ich glaube, sie haben Angst vor Anna. Dadurch, dass natürlich auch das Lied die ganze Zeit eigentlich zu hören ist. Ich schaue jetzt gerade mal hier ein bisschen weiter außen, ob die hier irgendwo ankommen. Aber es sieht aus, als ob sie Angst hätten. Kann ich verstehen. Hätte auch Angst vor mir. Habe ich auch. Jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel gucke, kriege ich erstmal mega den Schrecken. Und habe richtig Angst. Deswegen stehe ich auch eigentlich ungern auf, muss ich sagen. Gut. Dann liegt jetzt der nächste. Ja, ich hänge ihn auf. Die Runde geht mir schon fast sonst ein bisschen zu lang wieder. Ey, wir sind schon fast 20 Minuten dran. Weil die hier so ein bisschen Angst haben. Ah. So. Kommt an den Haken. Wie gesagt, das ist mir sonst. Das dauert mir zu lange, Leute. Die haben so viel Schiss irgendwie vor mir, dass sie sich nicht mal mehr an die Generatoren getraut haben. So. Soll der andere meinetwegen jetzt die Luke direkt nehmen? Sonst wäre das hier direkt das nächste Battle gleich. Wenn ich jetzt hier bei den Generatoren... Ich werde einfach meine Generatoren patrouillieren. Dadurch bin ich dann natürlich auch in der Nähe der Luke. Oh, wow. Das war jetzt irgendwie richtig unnötig. Das war irgendwie wow. Ich hätte ihr die Luke jetzt tatsächlich sozusagen gegeben, wenn sie sich da nicht jetzt gezeigt hätte. Ja. Full Team Wipe dann sogar noch.
Echt? Und dafür habt ihr jetzt so sneaky beaky gespielt? Eure Entscheidung. So, wir holen uns nochmal eine Axt. Und ich wollte sie erst nochmal abwerfen, aber... Nee, nee. Nicht, dass sie nachher noch Wir werden ewig leben hat und dann bekommt sie noch ein Token davon oder so. So nicht. 20 Minuten Runde, Leute. Boah, kranker Shit. Wir haben alle Leute erwischt, sie haben 3 Generatoren geschafft. Und danach hatten wir dann richtig schön Map-Control, muss man einfach mal so sagen. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Puh, schöne Runde. Schöne Runde. Ja, ich nehme auf tatsächlich. Leute, wenn es euch gefallen hat, ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wir sehen uns in-game. Haut rein. Ciao, ciao.